Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Es geht heute um das Thema Streik und ich habe aktuell alles liegen und stehen gelassen, denn mir kam die Idee, dass ich euch darüber eigentlich noch gar kein so kurzes Video dagelassen habe und es ist ja mal wieder an der Zeit. Ich habe jetzt in den letzten Wochen das sträflichst vernachlässigt, euch da so kurze Themen dazulassen. Ist aktuell so aus gegebenem Anlass, dass ich dieses Thema auch aufgreife, denn unsere Jüngste jetzt gerade auf meinem Rücken schläft, befindet sich aktuell genau in so einer Phase, in einer Phase, wo sie sich wehrt gegen gewisse Dinge, wo sie manches alleine machen möchte und wo natürlich auch das aufs Töpfchen gehen eine gewisse Herausforderung darstellt. Das ist genau diese Phase, wo dann ganz viele Eltern verzweifeln, ist auch das, was immer wieder in den Gruppen vorkommt. Und mir ist es heute wichtig, einfach euch da ein paar Gedanken dazu dazulassen, aber auch mit euch den Blickwinkel zu verändern. Denn im Endeffekt ist genau diese Abwehrhaltung, die kleine Menschen da zeigen, im Endeffekt ist dieses Streiken, was sie da an den Tag legen, ja etwas sehr Wertvolles und Wichtiges. Und wahrscheinlich werden einige von euch jetzt sagen, das ist eine wertvolle Phase. Das ist eine anstrengende Phase. Und ja, da gebe ich euch recht, sie ist ziemlich herausfordernd, denn wir tauchen sozusagen aus dieser Babyblase auf, wo im Grunde vieles möglich ist, wo die Kleinen meistens oder in den meisten Fällen sehr willig mitmachen mit dem, was wir da anbieten oder was wir im Angebot haben und wo wir das einfach nicht kennen, auch dass sie jetzt sich dagegen wehren, dass sie sich vielleicht durchstrecken, dass sie sich wegdrehen, dass sie wütend werden, dass sie schon so richtige kleine Wutanfälle haben. Das heißt, alles kennen wir natürlich nicht und es fühlt sich einfach unglaublich herausfordernd an, wenn das dann plötzlich auftaucht. Wir sitzen da, wir haben ein Baby vor uns oder ein etwas älteres Baby, aber nach wie vor relativ klein. Und das hat einen extremen Wutanfall und wir denken uns dann so, wow, was ist da los? Was geht da ab? Und wir werden natürlich berührt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt oder es ist so diese erste Phase, wo wir auch erkennen können, wie geht's uns denn mit dem Thema Wut? Wie können wir damit umgehen? Wo werden wir berührt, wenn unsere Kinder Abwehrhaltung zeigen? Was löst das in mir aus? Also das sind alles ganz wichtige Fragen, die da, die man sich da selbst stellen kann und die man sich auch beantworten sollte. Definitiv ist es aber auch so, dass es für die kleinen Menschen eine wesentliche und wichtige Phase ist. Und für die kleinen Menschen geht es vor allem auch um das Wie, sie da begleitet werden. Das heißt, das, was sie da erleben in dieser Phase, ist unglaublich wichtig. Ja? Es macht ganz, ganz viel für sie, wenn sie da einfach dementsprechend achtsam, liebevoll begleitet werden in dieser Phase, wo sie selbst mittendrin in einem ziemlich heftigen Gefühlssturm sind. Ja, vielleicht zum besseren Verständnis, warum taucht diese Phase auf? Warum kommt es dazu? Warum beginnen kleine Menschen plötzlich zu streiken, sie Abwehrhaltung zu zeigen? Ganz einfach und schnell erklärt, kleine Menschen wachsen ja erst nach und nach in dieses Ich-Bewusstsein hinein. Das heißt, das ist ein Reifungsprozess, der findet in etwa um den 10. bis 11. Lebensmonat herum statt. Hat natürlich so auch so eine Vorlaufphase, wo man immer mehr merkt, dass ihnen das bewusst wird, dass sie da quasi ein individuelles Wesen sind. Und das führt natürlich dazu, dass sie im Zuge dessen auch erkennen, sie haben einen Willen und sie können gewisse Dinge bewirken. Das heißt, es verändert sich so ein bisschen diese Sichtweise von ihnen auch. Natürlich ist es auch schon, wenn sie ganz klein sind, so, dass sie erkennen, okay, das, was ich mache, hat eine oder bewirkt eine Reaktion. Aber wenn sie dann älter werden und wenn sie eben in diese Phase eintauchen, wo sie dieses Ich erkennen und wo sie begreifen, dass sie da quasi ein individuelles Wesen sind, dann bekommt das so eine ganz geballte Energie und dann erkennen sie, hey, Moment mal, ich kann auch Nein sagen, wenn ich Nein sagen möchte. Und das hat unglaubliche Auswirkungen. Das heißt, es kommt gerade zur rechten Zeit, denn Ende des ersten Lebensjahres beginnt ja auch so dieses massive Streben nach Autonomie. Sie streben nach Selbstständigkeit, sie wollen einfach vieles selber machen dann. Sie fühlen sich auch schon ziemlich groß und mächtig. Und gerade dadurch, durch dieses Begreifen vom Ich, ist da auch der Wille, der ist unglaublich groß für sie. Das heißt, sie
Sie haben wirklich mitunter, wenn ich es jetzt in diesen Worten ausdrücke, so dieses Gefühl, sie können da quasi Bäume ausreißen und die Welt liegt ihnen zu Füßen. Und auf der anderen Seite prallen sie natürlich in diesem Versuch oder in diesem mächtigen Gefühl, das da in ihnen ist, immer wieder an Grenzen, das heißt an natürliche Grenzen, gar nicht an autoritäre Grenzen oder an irgendwie absichtlich gesetzte Grenzen, sondern sie merken einfach, okay, oder sie beginnen nach und nach zu begreifen, auf der einen Seite ist da dieser Wille, auf der einen Seite ist da dieses Gefühl, dieses Ich-Bewusstsein und auf der anderen Seite ist da aber auch das Erleben von natürlichen Grenzen. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Willen und quasi die Welt liegt mir zu Füßen, so wie ich vorhin gesagt habe, sondern sie begreifen, okay, das ist nicht so. Und manchmal stoße ich einfach an Grenzen und manchmal muss ich mich damit auseinandersetzen und das ist natürlich, das macht natürlich wütend. Ja, und da setzt natürlich dann das Streiken ein, denn sie wollen, das heißt, sie sehen, was wir tun, sie sehen vielleicht, wenn sie ältere Geschwister haben, was die tun, sie wollen das auch tun, und fangen an, Abwehrhaltung dahingehend zu zeigen, bei dem, was wir anbieten. Das kann jetzt vom Essen sein, von diesem ich will selber essen oder ich will was selber halten. Also wenn sie nicht schon selber essen, dann ist das so ein ganz riesengroßer Schritt. Sie wollen selber gehen, wenn sie schon gehen können. Sie wehren sich gegen das Anziehen vielleicht. Sie wollen nicht immer dann in die Trage und schlafen. Sie wollen runter. Sie wollen vielleicht den älteren Geschwistern nach, wenn die da sind. Spüren dann aber, okay, da komme ich nicht hin. Und so sind lauter kleine Situationen über den Tag verteilt, wo sie einfach immer wieder quasi, wo ihr Wille, wo das dieses mächtige Gefühl an eine natürliche Grenze prallt. Aber nicht zuletzt ist es auch so, dass eben diese Abwehrhaltung, die sie dann zeigen, wenn sie etwas selber machen wollen, unglaublich wichtig ist und wertvoll ist, vor allem für uns. Im ersten Moment ist in uns natürlich dieses, warum wehrt sie sich oder warum wehrt er sich plötzlich gegen mich? Ich muss irgendetwas finden, ich muss irgendetwas tun, ich muss vielleicht mein Verhalten ändern, damit alles wieder so wird wie vorher, damit sie wieder mitspielen sozusagen. Aber an diesem Punkt ändert das Kind die Spielregeln, das heißt, dieses kleine Wesen zeigt ganz klar, bisher galten diese Spielregeln, aber ab sofort gelten diese Spielregeln, denn ich will es selber machen. Und deshalb ist diese Phase so unglaublich wichtig, denn das ist dieser erste Augenblick, wo kleine Menschen begreifen oder erleben, bekomme ich diesen Raum, dass ich es selber mache, oder wird es mir verwehrt? Werde ich vielleicht damit konfrontiert, dass die Erwachsenen in meinem Umfeld wütend werden, weil ich etwas selber machen möchte? Nehmen sie mir das weg? Kommen vielleicht Bestrafungen hinzu? Heißt diese klassischen Aussagen wie du bist schlimm oder das darf man nicht und so weiter und so fort. Und das macht ganz viel in kleinen Menschen. Das heißt, wie er in dieser Phase das begreift oder Autonomie begreift, Selbstständigkeit begreift und wie er dahingehend begleitet wird, ist so wie die Basis oder dieser Grundstein für das, was danach, was später folgt. Und damit bin ich jetzt an diesem wesentlichen Punkt für heute, denn wenn unsere kleinen Menschen anfangen, Abwehrhaltung zu zeigen, wenn sie anfangen zu streiken, wenn plötzlich gar nichts mehr geht, dann ist es im Grunde eine Phase, die wir begrüßen dürfen. Hört sich jetzt vollkommen absurd an, ich weiß. Und ich habe das selbst in meinem Mama-Sein, gerade bei unserer ältesten Tochter vor 19 Jahren, wirklich intensivst durchgekaut und mich damit auseinandergesetzt und versucht, wirklich von unterschiedlichsten Blickwinkeln draufzuschauen und für mich da einen Ansatz zu finden. Denn ich wurde natürlich genauso berührt davon, dass sie plötzlich nicht mehr will. Das, was ich heute euch da erzähle, ist das, was ich in all den Jahren Mama sein mit 8 kleinen Menschen erlebt habe, was wir quasi uns verinnerlicht haben und wie wir heute mit dieser Phase umgehen. Das heißt, für uns sollte es eine Phase sein, die wir begrüßen, denn im Endeffekt wollen wir ja, dass unsere Kinder selbstständig werden. Wir wollen, dass sie gewisse Dinge alleine schaffen.
Und wenn wir ihnen genau in dieser Phase die Selbstständigkeit ermöglichen, wenn wir ihnen genau in dieser Phase den Raum öffnen und sagen, okay, du wehrst dich gegen das, was ich anbiete, welche Alternativen habe ich denn oder welche anderen Möglichkeiten gibt es? In den meisten Fällen ist es relativ einfach zu sagen, okay, dann mach selbst. Dann öffne ich einfach den Raum und schaue, wohin es führt. Und wir haben ja immer die Möglichkeit als Eltern wieder ein Stück zurückzugehen, einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, das war jetzt doch ein bisschen zu viel, das funktioniert noch nicht, aber das funktioniert schon ganz gut. Und da können wir ganz viel uns schon zurücknehmen, da können wir auch ganz viel in diese Zurückhaltung gehen und einfach genießen. Ich sage ja auch immer wieder in unseren Vorträgen oder Workshops oder in den Gruppen, dass im Grunde bedürfnisorientierte Begleitung anfangs sehr intensiv erscheint. Aber langfristig gesehen machen wir uns es ziemlich leicht damit, weil einfach genau dieser Raum dann geöffnet wird, weil die kleinen Menschen tun können und wir einfach gar nicht mehr so viel damit zu tun haben. Das heißt, wir fallen nicht in diese dienende Rolle hinein, wo wir nur mehr der Diener unserer Kinder sind, sondern wir sind in einem, wirklich in einem Kontakt mit ihnen. Wir sind ihre Eltern und wir können wirklich Schritt für Schritt diesen, quasi diesen Rückzug antreten und diese Selbstständigkeit ermöglichen. Das braucht natürlich einiges an Umstellung, das braucht auch die Veränderung der Sichtweisen. Das ist das, was ich seit vielen Jahren dran bin, um das wirklich ins Bewusstsein zu bringen. Wenn ein kleiner Mensch Abwehrhaltung zeigt, dann bedeutet das immer, wie so übersetzt, ich brauche etwas anderes. Ich möchte das, was bisher war, nicht mehr haben. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Und dieses Ich bin bereit für den nächsten Schritt, das dürfen wir abspeichern und das dürfen wir ermöglichen. Denn wir wünschen uns ja wirklich, dass sie selbstständig werden. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie fähig diese kleinen Menschen sind, wie gut sie da schon das, was sie beobachtet haben, auch umsetzen können, wie vorsichtig sie sind. Also ich höre dann immer wieder, naja, aber ich kann Ihnen noch nicht die Schüssel in die Hand drücken, die aus Keramik oder die aus Glas, die lassen Sie ja fallen. Nein, natürlich kann es passieren, aber das passiert uns auch. Aber meine Erfahrung aus all den Jahren und nicht nur von unseren Kindern, sondern auch von denen, die ich beobachtet habe, die können das, die sind sehr behutsam, die sind sehr vorsichtig, vor allem dann, wenn sie von unserer Seite diese Bestätigung bekommen und nicht dieses diesen Druck spüren oder diese Panik spüren oder diese Angst spüren, dass das schief geht. Und wenn ihr aber wirklich eine Situation erlebt, wo ihr sagt, da kann ich nicht loslassen, da bin ich dermaßen berührt, da bin ich dermaßen getriggert, da komme ich in einen Stress hinein, dann ist es sinnvoll, entweder in dieser Situation jemanden anderen das Ruder zu übergeben, heißt dem Partner vielleicht oder der Partnerin, oder dass ihr wirklich sagt, okay, da gebe ich einfach noch nicht den Raum, da muss ich noch ein bisschen hinschauen, da brauche ich noch die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Themen und dann vielleicht in 1, 2 Wochen probieren wir es nochmal. Wir vergessen oft, dass kleine Menschen sehr fähig sind zu kooperieren. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir kooperieren müssen. Das heißt, wenn wir diese kleinen Signale wahrnehmen, wenn wir spüren, es geht nichts mehr, zum Beispiel auch bei Windelfrei, wenn wir spüren, der kleine Mensch lässt sich nicht mehr abhalten, er lässt sich nicht mehr übers Töpfchen halten, ja, dann ist genau der Zeitpunkt, wo sie eigentlich selbstständig aufs Töpfchen gehen dürfen oder wo sie genau das wollen. Das heißt, ich kann ein klassisches Töpfchen hinstellen, ich kann ihnen sagen, schau, da kannst du Lulu machen. Und wenn wir genau das spüren, dass einfach da die Kooperation uns untersagt wird und dass sie uns ganz klar zeigen, das brauche ich nicht mehr, ich möchte etwas anderes, dann dürfen auch wir kooperieren und als Erwachsene, als Eltern, als Leuchttürme auch wirklich sagen, okay, dann öffne ich den Raum. Und das bedeutet natürlich zaghafte kleine Schritte. Das ist nicht so, okay, ab sofort kümmere ich mich gar nicht mehr, sondern wir dürfen hinschauen, welche Fähigkeiten sind schon da, welche Möglichkeiten sind schon da, was liegt im Rahmen unseres Möglichen. Und da dürfen wir auch kreativ sein. Das heißt, es muss nicht immer das sein, wie wir es schon tun, sondern ich kann einfach andere Dinge anbieten. Ich kann beim Anziehen nur mal ganz wenig helfen und das andere tun lassen. Und da ist, finde ich es immer sehr wertvoll, wirklich auch diese begleitende Sprache zu leben. Das heißt, immer wieder auch verbal vielleicht ein bisschen Anleitung geben zu können.
Und dem kleinen Menschen zu signalisieren, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber ich gebe dir auch den Raum, den du jetzt einforderst und den du verlangst. Und damit wird das Thema Streik oder dieses, wenn alles kompliziert wird, plötzlich gar nicht mehr so kompliziert. Natürlich ist es eine Herausforderung, denn es funktioniert auch beim kleinen Menschen jetzt nicht auf Anhieb gewisse Dinge. Es wird eine Umstellung sein, man wird erst nach und nach eben hineinfinden müssen, was geht schon, was geht nicht, was ist im Rahmen. Aber im Endeffekt ist es genau das, was der kleine Mensch von unserer Seite braucht, als Eltern, als Leuchttürme, als Begleiter auf ihrem Lebensweg. Und das ist ja nur eine ganz kurze Phase, wo wir da wirklich in der Verantwortung sind, dass sie einfach spüren, dass wir wirklich da sind und dass wir sie ermutigen, dass wir an sie glauben, dass wir vertrauen und dass wir ihnen auch das zugestehen. Ja. So viel von meiner Seite heute in diesem kurzen Video zum Thema Streik. Man könnte natürlich noch ewig drüber weitersprechen. An dieser Stelle kann ich euch unsere Workshops empfehlen. Ich stelle euch unten in die Beschreibung natürlich wieder den Link hinein. Die Infos, alle zu den laufenden Workshops findet ihr wie immer auf unserer Website im Terminkalender. Und an dieser Stelle auch, falls ihr weiter weg wohnt, falls ihr euch ein Seminar mit uns wünscht oder einen Workshop wünscht, falls ihr ein Wochenende mit uns planen wollt, wo wir mit euch ins Spielen als Lösungsweg eintauchen, ins authentische Elternsein, ins freie und selbstbestimmte Lernen, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind immer wieder bereit, auch ein Stückchen zu reisen, um einfach Familien auf ihrem Lebensweg zu bestärken, um sie zu ermutigen und um in eine vertrauensvolle oder in ein vertrauensvolles Miteinander zu kommen. Alles Liebe an euch, ganz liebe Grüße und bis bald.